Herzlich willkommen bei Pujans Podcast, deiner Show rund ums Thema Videografie, Fotografie und Online-Marketing. Heute zu Gast ist Roman Meyer-Paulino, Autor und Regisseur aus Hannover. In der heutigen Folge erfahrt ihr einiges über Romans aktuelle Projekte und wir reden über plattformbasiertes und plattformübergreifendes Storytelling. Also, seid gespannt. Roman, ich bin 38 Jahre jung, bin Filmemacher aus Hannover und arbeite derzeit als Creative Director für eine Agentur. Wir machen in erster Linie Werbung, aber ich bin auch im Indie-Bereich tätig und arbeite gerade an dem Debüt-Langfilm. Perfekt, da kommen wir später noch drauf. Ich würde erstmal starten bei dem Corporate-Film, wo ich dich ein bisschen begleitet habe, bei dem Commercial für die Techniker-Krankenkasse. Den könnt ihr auch in den Shownotes nachverfolgen oder in der Beschreibung bei YouTube. Erzähl doch mal kurz was darüber. Wie ist es zu dem Projekt gekommen und was hast du da alles dran gemacht? Es ging darum, dass Mitte Oktober war der Tag des Lebenrettens, Herzmassage, Erste Hilfe. Und die Technikerkrankenkasse wollte dazu einen Beitrag machen und wollte das Thema auch nicht zu seriös behandeln, sondern auf eine unterhaltsame Weise erzählen. Und dann haben wir intern ein Konzept entwickelt. Das ist jetzt nicht das Neueste, aber das in einer Fußballkneipe jemand umkippt und dann dort die lebensrettenden Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Und der Kollege des Leidtragenden weiß sich nicht wirklich zu helfen und dann helfen ihm die Kneipenbesucher bzw. die Fußballfans, angelehnt auf eine ehemalige Puma-Kampagne, wo, Hooligans vor die Kamera geholt worden sind, um irgendwelche seichten Kuschelrock-Songs zu trällern. Cool. Wie läuft sowas denn in der Praxis ab? Ich bin jetzt ja selber sehr indie-mäßig unterwegs und kenne diese ganzen internen Abläufe quasi nicht. Wie weit bist du denn da wirklich dann dran beteiligt oder was macht man dann? An der Auswertung? Nicht nur an der Auswertung, sondern auch an der Produktion, an der Planung, an diesem ganzen Prozess. Was ist das da oder was sind die Orte, wo du überall reinspielst? Es ist eigentlich an sich immer unterschiedlich. Also normalerweise im Standard bist du beim Erstbriefing des Kunden dabei, wo du erfährst, worum geht's, was ist für ein Thema, was für ein Produkt oder welches Ziel, welche Kampagne wird verfolgt, wer ist die Zielgruppe und dann bist du natürlich auch in der konzeptionellen Phase involviert und arbeitest am Konzept bzw. am Design des Films. Und wenn die Kundenabnahme erfolgt ist, dann musst du das natürlich auch ausführen und in die Produktion reingehen. Ja, sehr schön. Da bin ich jetzt nicht so stark involviert in der Produktion. Wir haben ein Producing, die kümmern sich darum, aber die Anforderungen des anstehenden Drehs müssen natürlich seitens der Regie kommuniziert werden. So, das heißt, wir arbeiten ein Skript aus. Anhand des Skripts sehen wir schon, wie viele Drehtage brauchen wir dafür, wie viele Darsteller, was für Requisiten, welche Locations. Und das wird dann kommuniziert ans Producing, die dann eine gesammelte Liste und eine Kalkulation daraufhin basierend erstellen. Was ist denn das, worauf du als Regisseur bei so einem Dreh achtest? Also ich meine, du hast die Regie bei dem Spot gemacht. Das unterscheidet sich dann ja wahrscheinlich schon ein bisschen von anderen Drehs. Von fiktionalen Drehs zu dann sowas. Ja. Oder allgemein auch szenische Sachen zu dann, keine Ahnung, irgendwas, was dann eher, zum Beispiel ein Musikvideo oder so. Das unterscheidet sich dann ja doch sehr stark und sowas machst du ja auch. Da gehe ich dann später nochmal drauf ein. Ich würde jetzt erstmal diese ganzen Commercial und so Sachen abhandeln und dann zu diesen privaten später kommen. Ja klar, unterscheidet sich das auf jeden Fall. Also im Allgemeinen haben all diese Bereiche den gemeinsamen Nenner, dass du ja trotzdem versuchst, mit Emotionen und über Handlung, über Dialog, über Bilder zu transportieren. Du hast ja eine gewisse Aussage, die du treffen möchtest. Das ist jetzt egal, ob es jetzt ein fiktionaler Film ist oder ein Werbespot-Film ist. Der Unterschied ist natürlich, dass du bei der Werbung natürlich die Absicht des Kunden unterstützt. Du versuchst, die Absicht des Kunden zu unterstützen und zu schauen, in welches Format soll dieser Film reingepasst werden. Es gibt ja verschiedene soziale Medienkanäle. Es fängt bei der Formatierung an, bei der Skalierung, bei der Dauer des Films an, auch bei der Tonalität. Wie witzig darf ein Spot sein? Wie provokativ darf ein Spot sein? Wie klassisch muss der sein? Und das sind natürlich Punkte, die du beim fiktionalen Dreh gar nicht berücksichtigst, sondern da kommt der Drive eher aus der Story heraus und bestimmt dann letzten Endes die Bildsprache oder die Tonalität des Films. Ja, voll. Ja. Genau, zu den Adaptionen und so, das wurde jetzt ja nicht auf Instagram und so gepostet, aber achtest du dann als Regisseur im Endeffekt auch, im Endeffekt gibt es hier in Deutschland ja nicht so stark oder nicht so oft diese
sehr klassische Teilung wie in Amerika in dann DOP und also dass das quasi nochmal einen eigenen Menschen gibt, der nur fürs Bild zuständig ist, für das Bild, sondern du als Regisseur verwaltest der Menschen oder kümmerst dich auch darum, dass das Framing und alles so ist, wie du es dir vorstellst. Unterschiedlich, es ist von Produktion zu Produktion unterschiedlich, ne? Also wir arbeiten sowohl mit internen, wir haben viele festangestellte Kameraleute in unserem Unternehmen und es gibt ja aber auch genügend freie Kameraleute in Hannover und ich arbeite ja mit unterschiedlichen Leuten, also mit Festen, mit Externen und jeder Kameramann hat seine eigene Herangehensweise. Also ich habe in meinem Netzwerk Kameraleute, die gerne eine direkte Anweisung haben möchten und dann natürlich justieren sie nach, beziehungsweise optimieren im besten Fall nochmal das Framing. Es gibt auch sehr viele Kameraleute, die einfach Bombenangebote liefern am Set und vor Ort. Okay. Und cool. Wäre es ja blöd, wenn du die nicht annehmen würdest, wenn du denkst, das trifft es besser, was du eigentlich sagen musst. Also es ist einfach so ein Zusammenleben, so ein Ding, dass es einfach geben und nehmen ist und du dann guckst, wenn es dir gefällt, dann nimmst du es und wenn nicht, dann lässt es so machen. Ganz klar, also die muss natürlich bewusst sein, dass einer die Entscheidung fällen muss. Ja, klar. Und im Endeffekt bist du der Im Endeffekt als Regisseur ist das die Verantwortung des Regisseurs und du musst dir schon sicher sein. So, ne? Ja, spannend. Ja. Was ist denn für dich so das spannendste Medium für Storytelling? Ist es wirklich, dass du sagst, okay, du gehst lieber in diese fiktionale Richtung und machst einfach frei dein Ding? Oder findest du es auch genau spannend, mit bestimmten Netzwerken oder wie auch immer, oder also einfach Plattformen zu arbeiten und dann darauf basierend die Storys erzählst? Ich meine, man kann ja auch sehr plattformübergreifend erzählen, aber man kann auch wirklich intern in diesen Plattformen dann im Endeffekt, die haben ja alle so ihre kleinen Tools oder wie auch immer, dass man sowas dann auch mal nutzt, um dann Kampagnen zu machen. Eigentlich in meinem Fall relativ klassisch noch. Wie gesagt, ich bin, es gibt so viele junge Filmemacher heutzutage, die eine ganz andere Herangehensweise haben, die wirklich, wie in deinem Fall, wie alt bist du, 19? Ja, 19 Jahre alt, Mann. Mit 19 Jahren, da war ich noch gar nicht so weit. So, ne? Da habe ich nur an Abitur gedacht. Und bei mir ist es auf jeden Fall aus dem fiktionalen, klassischen Bereich, ne? aus dem Storytelling, aus dem Szenischen, aus dem Film. Und ich habe bis dato ein paar Kurzfilme machen dürfen, die auch gezeigt worden sind auf Festivals und die auch gut angekommen sind und einen mittellangen Spielfilm. Und früher, später natürlich, ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist, aber bei mir war der Drive immer, Filme haben mich beeindruckt oder eine Impression hinterlassen, ne? Ein Gefühl hinterlassen und ein Gefühl der Euphorie. Und das hat mich erst zur Filmerei gebracht, sage ich mal. Ne? Und das ist dann letzten Endes auch mein Antrieb, ich will dahin. So, ne? Also ich glaube, es gibt nichts Stärkeres für mich, also rein gefühlstechnisch, als eine Story zu erzählen, die irgendwo in dir schlummert. Ne? Ein Thema, was du verarbeiten möchtest auf audiovisueller Ebene als in Form eines Films. Und klar bedient man sich im Laufe der Zeit, wenn man Werbung macht oder Corporate macht oder Image macht, auch verschiedener Plattformen. Du musst offen sein, ne? Du musst offen bleiben und dich umschauen, auch selber irgendwo aktiv sein. Ich meine, ich mache jetzt nicht alles, ne? Aber Facebook ist klar, es ist schon fast passé. Insta bin ich dabei. Aber TikTok und Snapchat gucke ich mir natürlich an. So, ne? Einfach nur, was passiert da. So, ne? Okay, cool. Ja. Genau, und das sind ja auch Plattformen, also wo jetzt auch ja sehr viel Aufmerksamkeit drauf ist. Deswegen finde ich das auch spannend, weil ich da jetzt ich starte ja quasi gerade so ins Berufsleben, bin gerade ja mit dem Abitur fertig. Und ich sehe, dass da auch sehr viel Aufmerksamkeit drauf ist und ich merke auch bei mir selber, dass dass ich einfach so einen anderen Ansatz habe. Für mich ist das was ganz anderes, weil ich zum Beispiel selber kaum Filme gucke oder selten. Das finde ich immer lustig, wenn ich mit anderen Filmemacher rede, weil alle immer so, kennst du den Film? Bei mir ist eigentlich immer, nee, kenne ich alles gar nicht. Sondern ich lebe halt viel mehr in dieser digitalen Welt, wo man dann eher wirklich von YouTube ursprünglich, ne, ich habe mit 14 angefangen mit diesen YouTube-Geschichten und dann kam ich da so rüber zum restlichen Kram. Ja, du feierst eher generell das Medium. Genau, und die verschiedenen diese Medien haben einfach ein anderes Storytelling und das also es ist ja was ganz anderes, was man gar nicht mit diesem klassischen vergleichen kann. Ich finde, da muss man schon definitiv eine Linie ziehen und ich finde auch oft, dass das sehr schwer, diese klassischen Sachen und auch so Spielfilm-Szenarien oder so Spielfilm-Werbespots auf solchen sozialen Netzwerken zu implementieren oder zu integrieren, weil sie stechen immer dadurch heraus, dass die Qualität natürlich viel besser ist. Also technisch. Die technische Qualität ist ganz anders. Ja, aber es ist ja auch, ich sag jetzt mal, in der Industrie ist es jetzt auch gar nicht mehr so, ich sag mal, in der Priorität, einen fett produzierten Imagefilm oder Werbespot zu machen. Ich meine, klar, die großen Player, die machen das, Edeka, whatever, Lidl jetzt auch mit den krassen Spots. Aber Social Media ist viel mehr im Fokus der verschiedenen Marketingabteilungen. Weil das ist zwar günstiger zu produzieren, schneller, aber du kannst es schnell raushauen.
Kannst du schnell raushauen und das ist dann auch nicht beabsichtigt, dass sich so ein Clip oder so ein Film über Monate hinweg trägt. Mhm. Nee, das ist eine kleine Rotation, zack, Aufmerksamkeit generieren und der nächste. Ja, voll. Und so ein, damals war das ja so, dass so ein Film musste sich 2 bis 5 Jahre tragen für ein Unternehmen, als Imagefilm. So, ne? Mhm. Und da hast du natürlich einen ganz anderen Aufwand betrieben. Ja. Voll. Aber dieser Wandel ist ja auch gerade sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Keine Ahnung. Und also ich meine, ich glaube, wir sind immer noch nicht bei dem Punkt, wo wir sagen, okay, das ist das richtige Format, das richtige Video für einen Kanal quasi, sondern das ist ja immer echt, also da probieren ja alle im Endeffekt rum. Absolut. Alle versuchen irgendwie was herauszufinden oder wollen wissen, wie es geht richtig. Aber ich glaube, es gibt keinen direkten Weg. Also es ist immer individuell. Nee, ich bin jetzt auch momentan am Überlegen. Wir planen gerade hier eine Independent-Serie parallel mit ein paar Filmemachern hier aus Hannover. Und da sind wir auch am Überlegen, so welche Auswertungsmöglichkeiten gibt es hier, weil wir natürlich auch interessiert sind daran, den Film auf den verfügbaren neueren Plattformen auszuwerten. So, ne? Und jetzt gucken wir uns gerade IGTV an, klar, klassisch YouTube, wie man das am besten auswerten kann, weil die Herangehensweise ist ja trotzdem klassisch. Ich habe zum Beispiel damals vor 2 Jahren war das, habe ich als Cutter was gemacht, und zwar für eine Opel-Kampagne. Wir sind durch Europa getourt mit dem E-Auto, und da war meine Aufgabe ein Vlogschnitt, Daily Vlog. Und das war für mich sehr, sehr ungewöhnlich, mitten im Take zu cutten. Also Jump Cuts zu machen, so wie es bei YouTube Cut klassisch ist. Jump Cuts, ja, Jump Cuts sind ja okay, das kennt man ja, aber Jump Cuts ohne Einstellungswechsel. Ja, ja, klar. Dann habe ich erstmal angefangen, wenn ich gecuttet habe, einen Randsprung zu bauen, selber in der Post rangecroppt, also bin auf eine Close-Up ran. Und dann sagte mir der Producer, brauchst du nicht, Digga, brauchst du nicht, lass so. Ja. Lass so, das ist normal, das ist normale Bildsprache. Ne? Und für mich war das total strange. Ich habe da echt mit ihm diskutiert und gesagt, Dicker, ich kann doch nicht einfach mitten im Satz schneiden und das gleiche Bild. Sein Kopf bewegt sich von hier nach da und er spricht weiter. Das geht nicht. Das ist falsch. Aber es geht. Das ist halt ganz normal jetzt in der YouTube-Sprache so. Ne? Und dann habe ich mir ein paar Sachen angeguckt und habe auch einen interessanten, richtig geile Webserie gesehen. Weißt du noch, wie die hieß? Lass mal ganz kurz checken, Digga. Ja, klar, guck nach. Ich glaube, The Marble Hornets. Da haben sie in Vlogform, da ging es darum, dass so ein Dude, ein Filmstudent, also alles auf authentisch erzählt, da ging es darum, dass ein Filmstudent einen Film drehen wollte und ganz viel Vorbereitungen gemacht hat und alles gefilmt hat. Casting, Location Scouting, alles. Und nach einem Jahr oder so das Material jemanden überliefert hat und gesagt hat, ich kann nicht mehr an dem Ding arbeiten. Hier sind meine Tapes, mach was draus. So, ne? Und der Typ ist verschwunden, hat irgendwie eine Klatsche gehabt. Und der Kollege, der dann das Material erhalten hat, hat das dann auf diesem YouTube-Channel veröffentlicht, um die Bänder zu analysieren. Und dann entwickelt sich daraus eine fucking Horror-Story. Also wirklich creepy. Du siehst nie den Dude, der das macht. Es ist immer nur weiße Schrift auf schwarz. My name is Steve. I'm a student of film at the University and I got these tapes, bla bla. So, ne, from my colleague. Ich check das jetzt eben, ne? The Marvel. Ja, voll. Den findet ihr dann natürlich auch in den Shownotes oder in der Beschreibung, je nachdem, wo ihr euch das anguckt. Ja, es heißt Marble Hornets. Marble Hornets, okay, Marble cool. Hornets, ja. Und Ding läuft, 600.000 Abonnenten. Der Dude hat das Ding irgendwann verkauft, hat einen Kinofilm davon machen dürfen, basierend auf dieser Geschichte. Und da haben wir uns auch mal überlegt, so, ob wir in die Richtung fiktional arbeiten möchten. Weil du kannst da wirklich, wenn du mal überlegst, welche interaktive Dynamik du da auslösen kannst. Voll. Es gibt auch was, das ist jetzt schon, also ist, ich weiß nicht, ob es aktiv noch läuft, aber das ging darum, ich weiß auch gar nicht mehr, wie es hieß, irgendwas mit Eva, glaube ich. Eva, das war so eine Geschichte quasi, und zwar über Instagram Stories, und das erzählt quasi, aus der Perspektive einer Jüdin damals, ja, die quasi... Ah, habe ich was gehört, ja. Habe ich gehört. Super spannend und interaktiv. Das ist halt wirklich alles nur das Instagram-Profil. Der Feed ist einfach nur irgendwie ein paar Bilder. Ja. Und alles läuft über die Stories und man kann es über die Story-Highlights nachverfolgen, was super spannendes Storytelling ist. Und sie erzählt zum Beispiel so, heute kamen sie und haben den Laden meines Onkels dicht gemacht oder sowas. Genau, ne? und dabei hat man es dann halt mit dem Handy mitgefilmt, aber alles natürlich richtig gut nachgebaut. Wirklich, denkt man, ist da. Habe ich fast gesehen. Ich glaube, die haben auch ziemliche Awards eingesackt. Also, ne? Würde mich wundern, wenn ich, also das war wirklich eine Sache, die
nochmal wirklich so mir wirklich die Augen geöffnet hat und gesagt, gezeigt hat, was wirklich auch wirklich über fiktionale Projekte quasi über diese Plattform möglich ist und was da für Möglichkeiten gibt. Ja, schon immer drüber nachgedacht, mal sowas zu machen, was ich habe früher mal was geschrieben, so einen Blog und ganz blöd einfach auf Facebook rausgehauen. Und dann habe ich gemerkt, dass das Reaktionen erzeugt, dass die Leute mich gefragt haben, ey, was ist da passiert, Digga? Was war da los? Und ging so ein bisschen ins Okkulte und hatte schon immer so eine Affinität dazu. Weißt du, ich wollte immer sowas machen. So. Ich meine, H.G. Wells' War of the Worlds, als er das damals rausgebracht hat, als Radiosendung, die Leute sind ausgerastet. Die Leute sind ausgerastet und haben gedacht, die Aliens greifen in London gerade an. Ne? Und damit kann man schon spielen. Das ist halt die nächste Ebene, weil du hast alles gesehen, Digga. Du hast alles gesehen. Ich glaube auch genau, das ist so das, was einen jetzt gerade noch unterscheidet. Dass man genau da so diesen Break macht und dann wirklich, ja, wirklich die Plattform wirklich so nutzt, aber halt anders, als man es kennt. So genau, das ist genau das Schwere, dann quasi da so weit rauszudenken, dass man auf solche Ideen überhaupt kommt. Voll, ey, weil es ist auch schwierig, so, du kannst das Rad nicht neu erfinden und alles, was du so siehst, hast du alles schon durchgekaut. So, wann kommt wieder was Neues? So, jetzt Jordan Peele mit Get Out war mal ein bisschen was in eine andere Richtung, so, das war witzig. Aber gerade so in dem Genre, ne, ist es echt nicht ohne. So, ja. Vollkommen. Genau, kommen wir mal zu deinen privaten Projekten. Also ich habe dich ja kennengelernt auf dem Und Bitte Festival, jetzt das vorletzte war das, glaube ich. Ja, Peace an Und Bitte und Motte Jansen und Hüseyin Erhan. Geile Jungs pushen die hannoversche Filmszene. Ja, vollkommen. Also das ist auch eins der wenigen Filmfeste hier in Hannover. Also es gibt noch ein paar andere. Ja. Aber in dem Rahmen würde ich sagen, ist das schon ziemlich einzigartig. Auf jeden Fall. Wer auf Kurzfilmen steht oder auf Filmkunst, der sollte da hingehen, auf jeden Fall. Ja, vollkommen. Ja. Und so habe ich dich ja auch kennengelernt. Also ich meine, ich habe dich damals da angequatscht. Mhm. Oder was heißt damals? So lange ist es jetzt auch nicht mehr. Ja. Da hatte ich, Anfang des Jahres. Ja. Also ja, paar Monate her, da hatte ich dich dann angequatscht und so kam dann ja auch eigentlich der Kontakt zustande und dann habe ich dich ja bei Prab-Projekten verfolgt und dich näher kennengelernt. Das war eigentlich schon ganz cool, auch darüber dann wieder viele andere Leute kennengelernt, wie Daniel, der jetzt ja auch in einer der nächsten Folgen kommen wird. Also super spannend und die Folge braucht keiner gucken, damit Daniel. Spaß. Ja, sehr cool. Ja, genau. Daniel ist übrigens Kameramann und Roman und Daniel arbeiten ganz viel zusammen. Denkt, er wäre Kameramann. Für den Kontext, für alle, die den jetzt natürlich nicht kennen oder euch beide nicht kennen im Duo. Genau, vielleicht erzählst du mal ganz kurz über den Film, den ihr da gezeigt habt, was. Ja, das war Romeos Erbe. Er ist auch ein geiles Projekt gewesen. Also damals 2015, 2016 so, da ging ja die Filmemacher hier in Hannover, die Indie-Szene total ab, Flüchtlingsthematik. Das war zu der Zeit, als diese Flüchtlingswelle aktuell war und wir wollten alle irgendwie einen Beitrag machen. Haben auch lange darüber gesprochen. Wir wollten irgendwie so einen Multiplot-Film machen, der hieß Heimat und aus verschiedenen Perspektiven zeigen, wie sich das verändert durch die Flüchtlingspolitik. Und irgendwann war das aber so, dass sich das alles verflossen hat, war viel Gerede. Ne? Da ist nichts passiert. Ich glaube, Franziska Stünkel, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, die dreht auch gerade ihren Langfilm. Die hat einen coolen kleinen Clip gemacht mit Moritz Reinecke als Kameramann zusammen. Fand ich ganz cool. Da ging es darum, dass irgendwie alle in der Schule malen, in der Grundschule, und dann war so ein kleines Mädchen, die malt halt ein Boot, ne? Und erzählt halt, dass mein Boot, da ist mein Bruder ertrunken. So, ne? Krass. So ganz straight, bang. Das fand ich cool. Und wir haben halt gesagt, wir wollen das irgendwie anders machen. Ich hatte den Kontakt zu einer Tanzschule aus Schaumburg in der Nähe von Hannover, Bau und Bückeburg da. Und wir haben mal ein Theaterstück für die gefilmt. Das war so ein bisschen in Richtung West Side Story mit Türken und Russen und so. Und damals hat er mich schon gefragt, ey, können wir nicht irgendwie das filmisch machen? Und da hatte ich ihn damals, das war 2014 oder 2015, gesagt, so, boah, Digga, Tanzfilm so schwierig, so, ne? Das kann man machen, so, ne? Aber es wäre halt eine Auftragsproduktion gewesen, so, ne? Und ich hatte nicht wirklich die Muse da. Ich hab's einfach nicht gesehen, dass ich einen Tanzfilm mache. Ja. So, ne? Das ist auch wichtig zu wissen. Und irgendwann, als wir gemerkt haben, so, ja, das geht irgendwie nicht voran mit den ganzen Projekten, ist mir Marc Rudi wieder eingefallen. So, Marc Rudi führt diese Tanzschule. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, lass doch mal schnacken. So, dann haben wir uns getroffen, ein paar Kippen geraucht am Balkon, gequatscht und so. Und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, lass uns aus dieser klassischen Story Romeo und Julia, West Side Story, also West Side Story ist ja eigentlich eine Adaption von Romeo und Julia. So. Ja. Und West Side Story ist die modernere Variante. Und haben wir gesagt, wieso das eigentlich, warum passen wir das nicht an auf die derzeitige politische Situation? Weil das passt. Die Story ist da, die Leute kennen das und die Leute, anhand welchen Beispiels kannst du es besser erklären als in einer Liebesgeschichte, in der klassischen. Mhm. Und wir wollten das halt nicht so ernst behandeln, das Thema, nicht zu hart. Mhm. Weil die Leute waren auch teilweise schon so drauf, dass sie gesagt haben, ich will davon nichts mehr hören. So, das ist mir alles zu scheiße. So, es gab entweder die gar keinen Bock hatten auf Flüchtlinge, die hardcore
alternativ unterwegs waren. So, und wir haben gesagt, wir wollen das filmisch behandeln. So, deswegen haben wir uns entschieden, ein Musical zu machen. Mhm. Also die Story als Musical neu zu erzählen. Und da geht es halt um den syrischen Flüchtling Rahim. Steht für Romeo, der die Julia kennenlernt, die in der Familie ist mit Brüdern, die eine rechte Gesinnung haben. Ne? Und dann entwickelt sich natürlich der ganze Tsunami, der dahinter steckt, wenn eine verbotene Liebe ausgelebt werden will. Ja, wir haben diesen Film gemacht 2016, Independent. Mhm. Tanzschule hat ein bisschen Budget gehabt und mein langjähriger Filmpartner Christian Roos hat super Arbeit geleistet und Sponsoren rangeholt noch. Mhm. Die fanden das Projekt super geil. Also Totolotto Stiftung gab es, Hannover Stadt Marketing, verschiedene Staatskanzlei auch, die waren super positiv, stand dem Projekt super positiv gegenüber und haben uns finanziell unterstützt, dass wir das dann auch umsetzen konnten, auch mit vernünftigen Darstellern. Mhm. Die mussten dann natürlich auch hier anreisen und Tanzproben machen und Gesangsproben machen und solche Geschichten. Wir haben Szenenbild gebraucht und das kostet halt alles ein bisschen Kohle. Ja, voll. Wir haben das mit kleinstem Geld gedreht an 11 Drehtagen. Mhm. Letzten Endes ist es ein knapp 40 Minuten geworden. Stark. Und ja, und mit dem Film haben wir dann beim Unbitte teilgenommen, ne? Und Etappensiege haben wir gemacht und bei Unbitte ist das so, dass du alle, ich weiß nicht, alle 2 Monate, alle 3 Monate? Ich weiß nicht. Naja, alle paar Monate gibt es eine Veranstaltung, wo 4 Filmemacher gegeneinander antreten und die Gewinner des jeweiligen Abends treten dann am Ende des Jahres nochmal alle gegeneinander an, so als Finale. Und da durften wir dann den Unbitte Filmpreis entgegennehmen, das ist ein Publikumspreis, ist der Hauptpreis und das Publikum hat für unseren Film entschieden, coolerweise. Ja, das ist Romeos Erbe, der ist jetzt in einer neueren Fassung, da haben wir ein bisschen noch was dran gedreht und geschraubt, geht er jetzt über die Agentur Aug und Ohr auch auf Festivals jetzt international raus. Ja. Okay, gibt es irgendwelche Datentermine, wo man die dann mal sehen kann, falls man das Interesse hat? Ja, das wüsste ich auch gerne, aber das erfahren wir, die komplette Auswertung erfolgt über die Agentur Aug und Ohr. Okay. Das Aug und Ohr ist halt ein der Player, was Festival-Auswertung anbelangt. Ne? Okay, weißt du schon, ob man das irgendwann auch online irgendwo YouTube, Vimeo, sonst was ja, sehen sicher, kann? Ja, safe, klar, den Film haben wir nicht für die Schublade gemacht. Ja, safe, cool, aber also das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Aber dadurch, okay, dass es ja kein Langspielfilm ist, ist da gar kein, also wir hatten da nie einen kommerziellen Hintergrund, sondern wir wollten diese Story machen, wir wollten diesen Film machen, wir hatten alle Bock drauf und haben das gemacht. Und ist natürlich auch eine coole Reputation. Also es ist ja, echt, er kann sich sehen lassen. Ne? Und als Filmemacher selber siehst du natürlich immer die Schwächen und hättest gerne hier, da ein bisschen mehr Dialoge, dies, das. Aber er hat seine Momente und das Herz ist da. So, ne? Ist ein cooler Film. Ja. Ja, sehr stark. Nee, das ist auch immer, also ich finde, das ist so, dass man sowas aussieht, finde ich. Wenn dieser Drive einfach aus, wenn die ganze Crew da Bock hat und dann was aus dem Boden stampft, ist es was ganz anderes. Egal, wie viel kommerzieller Hintergrund sonst hinter so einem Projekt steht, wenn sowas aus eigener Initiative und Leidenschaft entsteht, ist es nicht vergleichbar. Das Geile daran ist, bei Romeos Erbe haben sich ganz, ganz viele Independent-Filmemacher und viele im Team waren First-Timer. Also Boom Operator, ne, sage ich jetzt mal. First Timer. Ja. Ah, lustig. Hat eine Einweisung erhalten oder wir haben eine Studentin damals gehabt für Design, Samira, Design. Ausstattung meinst du? Ausstattung, ja. Und die haben auch zum ersten Mal, ich sage jetzt mal, departmentübergreifend zusammengearbeitet. Mhm. Und da haben sich schon viele Connections gebildet, die bis heute bestehen tatsächlich. Unter anderem auch cool. Daniel, der bald zu sehen sein wird, was ihr aber auch gar nicht gucken braucht. Kameramann. Und da, wir sind schon ein cooles Team. So, ja, voll. Und auch mit den Leuten planen wir jetzt auch weiterzuarbeiten beim nächsten Film. So, ne? Ja, ich glaube, das ist auch wichtig für viele Leute, die irgendwie immer so skeptisch gegenüber diesem gratis Arbeiten und nur bei so einem Projekt einfach teilnehmen, ohne sowas vielleicht gemacht zu haben und daran zweifeln, dass der Mehrwert ja nicht in dem Projekt vielleicht kommt oder man einfach nur die Erfahrung hat, aber dass über die Zeit auf jeden Fall, wenn man sich gescheit anstellt und nicht nur Scheiße baut, dann definitiv auch viel daraus entstehen kann. Deswegen finde ich es immer ein bisschen bescheuert, dass man sagt, ich mache nur kommerziell Sachen mit oder wie auch immer. Das ist irgendwie in meinen Augen eine dumme Einstellung, wenn man sowas macht wie wir und da einfach leidenschaftlich auch hintersteht. Ja. Ey, ich meine, guck mal, ich habe einen ganz normalen Job, 9 to 5, 40 Stunden, mache Werbung, ist alles eigentlich alles okay. Aber die Herangehensweise an die Indie-Serie, die wir jetzt gerade haben, die ist auch wieder Indie halt. Ne? Wir müssen uns Sponsoren suchen, Catering, dies, das und haben da Bock drauf, das zu machen. Es läuft auch gerade parallel ein Förderprojekt für den ersten Langfilm, das hatte ich vorhin schon erwähnt, da gehe ich später nochmal, glaube ich, drauf ein. Aber nichtsdestotrotz, Förderung bedeutet auch warten.
Ja. Ne? Wenn du jetzt nicht wirklich vernetzt bist und noch nicht im System bist, sage ich jetzt mal, oder Big-Time Tom Tykwer-Player bist, ne? Dann musst du halt anstehen. Und dann kriegst du auch nicht die Monstergelder. So, das heißt, du musst wirklich, wirklich detailliert kalkulieren. Das musst du erstmal drauf haben, so, ne? Das habe ich nicht drauf, das machen die Producer. Ne? Das dauert einfach so. Wir sind jetzt im zweiten Jahr, so seit Einreichung. Ne? Ja, wir haben jetzt schon ein paar Förderungen reingeholt, aber es dauert. Und dann hast du aber als Filmemacher trotzdem so den Drang, du brauchst Output, du musst Output liefern, so, ne? Du musst was drehen, sei es ein fucking Kurzfilm, kurzer Clip, kurzer Spot, whatever. Du willst raushauen, so, ne? Und deswegen haben wir uns entschieden, wir machen jetzt so eine Webserie noch. Dann erzähl doch mal ein bisschen was über das Projekt, was ihr jetzt plant. Das ist ja auch was ziemlich, ziemlich Großes, würde ich mal behaupten. Ich habe gerade so einen Text einstudiert für einen Pitch, den wir letzte Woche hatten. Ja, da kann ich direkt los. Wieder. Nein. Okay. Nein. Das Projekt heißt Ich bin noch hier. Und das ist ein sehr, sehr persönliches Herzensprojekt. So, ne? Ich habe damals Mucke-Videos gemacht und habe darüber Moritz Hoppe kennengelernt. Das ist ein Rapper, Battle-Rapper, in der Battle-Rap-Szene sehr, sehr bekannt. Hat auch einige Titel gewonnen. Und hatte ihn damals gefragt, so, yo, wie läuft's denn bei dir so kunstmunstmäßig? Ne? Und weil war eine schwierige Zeit damals. So, ne? Ich war frei unterwegs und hatte kleine Kids und war nicht ohne. Und ich wusste, dass er auch Daddy wird. Oder eine kleine Tochter hatte, ich bin mir nicht sicher. Und er sagte mir dann, dass er gerade vorgestern oder letzte Woche dieselbe Frage beantwortet hat. Und daraufhin sagte er halt, ja, ich habe dem Typen, der mir die gleiche Frage gestellt hat, gesagt, so, ich arbeite beim DHL, sortiere da Päckchen, so Lagerarbeiten und nebenbei rappe ich. So. Und als er dann zu Hause war, fand er das ziemlich scheiße, die Aussage. Hat halt gesagt so, Digga, eigentlich hätte ich sagen müssen, ja, Rap ist gerade ein bisschen holprig und deswegen jobbe ich nebenbei so ein bisschen. Und das für ihn war das, den Fokus zu stellen. Für ihn war das wie so eine Kapitulation, weißt du, zu sagen, er arbeitet und nebenbei rappt er. So, ne? Das hat mich ein bisschen berührt. Ich habe das verstanden, was er meinte. Ja. Hatte da Empathie für. Und dann habe ich so auf YouTube so gecheckt, was er so für Songs macht, weil er ist ein sehr, sehr, sehr originaler Charakter. Sehr authentisch. Wie er auftritt. Erstmal dachte ich so, okay, Digga, macht der Show oder verstellt er seine Stimme oder was ist das für einer? Der ist so. Der ist einfach so, wie er ist. Ne? Und dann bin ich auf einen Song gestoßen, der heißt Ich bin noch hier. Und in diesem Song gibt es so eine fiktionale Unterhaltung mit seiner Freundin, die ihn dann mit der Frage konfrontiert, ob er in der Lage ist, mit seiner Kunst die Kids zu ernähren. Und daraufhin antwortet er, ich glaube nein, doch ich bin noch hier. Also immer noch am Mic, immer noch am Rappen. Obwohl ich weiß, dass ich damit vielleicht nicht die Brötchen mache. Und das ist halt so eine sehr, sehr straight Aussage, sage ich mal. Das ist jemand, der wirklich sagt, das bin ich. Ich mach das, das ist meins. Das ist, deswegen bin ich da, so. Das ist mein Fleisch, mein Blut. So, ne? Daraufhin habe ich das Buch geschrieben, so Ich bin noch hier, was so ein Mix ist aus einer Biografie aus seinem Leben und aus meinen eigenen Erfahrungen. Ne? Das ist ein Vater-Tochter-Drama. Und im Grunde geht es darum, dass er als junger Daddy einer Siebenjährigen seine Leidenschaft gar nicht mehr auslebt, ne? sondern er malocht bei der Post, am Fließband. Und seine Tochter wohnt bei seiner Ex, die haben sich getrennt. Und er erfährt jetzt blöderweise, dass die Mutter zu ihrem neuen Lebensgefährten nach München ziehen will. Bei dem Typen läuft strukturiert, hat einen geilen Bürojob und sie wohnt im Plattenbau derzeit und arbeitet als Kellnerin. Und über ihn hat sie natürlich eine Perspektive, die sie vorher so mit Moritz nie hatte. Er als Rapper und Streuner. Ne? Und jetzt hat sie die Chance, nach München zu ziehen, raus aus dem Plattenbau. Vernünftigen Job, Bürojob, Perspektive auch für die Kleine natürlich. Und er, der jahrelang seiner Leidenschaft nicht nachgekommen ist, verfällt dann in so eine Art Hoffnungslosigkeit, Dilemma und ist dann durch Zufall mal wieder bei so einem Rap-Battle-Gig dabei und trifft dort auf seinen ehemaligen Kontrahenten, der inzwischen zum Shootingstar in der Rap-Szene avanciert ist. Und die siehst du am Anfang des Films in der Prolog-Szene, siehst die beiden auf Augenhöhe und jetzt ist er halt voll dabei. Bling, bling, Mädels, dies, das, Ketten, alles. Ne? Und in seiner Frustration, weil er auch einen getrunken hat, erlaubt er sich da einen Spruch und wird dann vor versammelter Mannschaft gedemütigt. Bevor er hochkant rausgeworfen wird, fordert sein ehemaliger Kontrahent ihn allerdings in seiner Überheblichkeit auf,
zum Battle. Nochmal zu zeigen, was er drauf hat, wenn er die Eier dazu hat. Okay. Und Moritz hat gar keinen Bock drauf, aber es ist die Tochter, die ihn dahin bringt. Die 7-jährige Tochter, weil auf dem Schulweg, auf dem Heimweg zur Schule laufen die beiden an so einem alten, vergilbten Graffiti vorbei, wo so eine Battle-Rap-Moment aufgefangen wurde oder beziehungsweise von, interpretiert wurde von einem Graffiti-Künstler. Ja. Für sie war er immer, mein Papa ist Rapper. Ja. Sagt sie auch in der Schule und legt sich dann mit den Lehrern an, die was anderes erklären wollen. Und das Paradoxe ist halt, dass der Grund, warum er aufgehört hat, ist seine Tochter. Dass sie diejenige ist, die als Alleinige, also wirklich dran glaubt, dass er das machen sollte. Mhm. Sie erkennt, wer er ist. So, ne? Und dann ist so ein bisschen Underdog-Story. Ein bisschen ja, Rocky cool. Balboa. So, ne? Spielt in der Battle-Rap-Subkultur und ist primär ein sehr emotionales Drama. Ja. Ja, sehr spannend. Ja, und jetzt haben wir 2017 haben wir eingereicht für die Förderung, 2018 haben wir die Info erhalten, dass wir hier in Niedersachsen von der Nordmedia finanziell unterstützt werden. Sehr cool. Dann haben wir jetzt letztes Jahr 2018 auch noch eine Förderung von Baden-Württemberg, der MFG erhalten. Und ist aber noch ein Weg. Also es sind noch zwei Förderungen gerade aktiv. Da wissen wir noch nicht, wie es ausgeht. Ein Sender wäre noch geil. Und da es ein Debütfilm ist, darfst du trotz Nutzung der Verdi-Tarif Verhandlung darfst du auf 80% Gage gehen. So, ne? Weil sonst wärst du bei einer Million. So bei über einer Million. Und das ist einfach als Rookie, sag ich mal, oder als Erstantragssteller ist nicht das schwierig. Ja. Unsere Produktionsfirmen, die daran beteiligt sind, sind Greatartig und The Greater Fool. Das sind zwei junge Filmproduktionsfirmen, auch gute Leute. Greatartig mit Dani, ne? Mit Dani, genau. Ja, lustig. Und die haben auch schon diverse Kurzfilme gemacht, machen auch Werbung und so. Aber für uns alle ist das so zum ersten Mal so ein richtiges Langspielfilmdebüt. Ja, sehr cool. Ja, und es ist halt eine authentische Story. So, ne? Es ist kein viel... Natürlich haben wir nach den wahren Begebenheiten frei geschrieben. Ne? Also muss ja dramaturgisch vorgehen. Und, ja, na klar. Aber der Kern in diesem Film ist wirklich das, was wir so fühlen. Auch die Misere, die man teilweise durchmacht, wenn man sich für die, ich sag jetzt mal, man sagt immer brotlose Kunst, ist Quatsch. So, ich zahle meine Miete. Ne? Ja, klar. Ich zahle meine Rechnung. Aber wenn man sich für diesen Weg entscheidet. Ne? Genau. Aber es ist ja auch definitiv eine sehr spannende Story. Habt ihr da, oder kannst du schon was verraten zu den Darstellern? Ja, wir haben es tatsächlich vor der Förderung durchgeboxt, dass wir die Rolle des Moritz mit Moritz besetzen wollen. Inzwischen ist er zweifacher amtierender Battle-Rapper geworden, hat sich zwei Titel geholt, seitdem ich ihn kennengelernt habe damals. Und er hat sich damals zum Ziel gesetzt, so Battle-Rap-Champion Deutschlands zu werden. Ne? Das hat er mir erzählt, da war er mit seinem Kollegen Nidal Nip, auch ein cooler Battle-Rapper, der auch schon ein paar Titel gewonnen hat. Absoluter Zufall, dass die beiden hier in Hannover sind, aber jedenfalls waren sie bei so einem Battle-Rap-Finale, haben sich das angeguckt und auf der Heimfahrt haben die beiden sich dann angeguckt und gesagt, es kann doch nicht sein, das, was wir gerade gesehen haben, es kann doch nicht sein, dass wir das nicht toppen können, wenn wir uns zum Ziel setzen und Zeit reinstecken. Das haben sie innerhalb von anderthalb Jahren geschafft, beide. Ne, der eine ist bei Don't Let the Label You zum Rap-Champion aufgestiegen und hat zweimal seinen Titel verteidigt. Sehr geil. Und Mighty, also Moritz, der heißt als Künstler Mighty Mo oder Mighty, der hat die größte Battle-Rap-Plattform Deutschland als Champion verlassen, sag ich mal. Ne? Ja, jetzt sind die beiden dabei, ihre Musik zu machen, zusammen als Gebrüder King. Ja, sehr cool. Die konnten wir durchsetzen. Er als sein Sidekick, damit du natürlich auch, wenn du die Battle-Rap-Szene bedienst oder einen Film über die Battle-Rap-Szene machst, finde ich, ist es Quatsch, einen Schauspieler zu casten, der dann hier rappen lernt. Das ist Quatsch, das ist eine Kunst für sich und auch die Lyrics zu schreiben für die Battle-Rap-Texte. So. Das ist Quatsch, dass ich die schreibe. Ich bin kein Battle-Rapper. Ich feiere das. Ja. Ich bin mit Hip-Hop groß geworden und feiere das extrem und schaue mir auch die Battles an. Aber ich schreibe keine Battle-Raps. So, ne? Das müssen Leute machen, die das können. Und wer kann das besser als die amtierenden Champions, sage ich erstmal. Ne? Voll. So, deswegen, die haben wir durchgeboxt und die Nebendarsteller wollen wir auf jeden Fall mit versierten Darstellern aus dem deutschen Film und Fernsehen besetzen. Da sind auch schon einige Leute angesprochen, auch coole Leute, die auch schon ein paar Sachen gemacht haben, die aktuell laufen, Netflix zum Beispiel, und die haben auch Bock auf das Projekt. Ja, das ist doch sehr cool. Ja. Und das ist, obwohl das so ein halbes, in Anführungszeichen, Indie-Projekt ist.
Ja, die Gagen werden schon bezahlt. Also, ja, nein, also, so war das nicht gemeint, aber ich meine dadurch, dass das von euch quasi selber so in die Hand genommen wurde, ohne dass man da jetzt wirklich selber direkt das von der Produktion oder sonst wie aus hat. Ja, absolut. Absolut, also, ja. Also die Leute sind halt cool mit dem Thema. Du musst natürlich die richtigen Leute treffen. Also wenn du Leute anhaust, die mit Battle Rap gar nichts am Hut haben, die werden natürlich auch erstmal gucken und und auch kein Verständnis dafür haben, weil denen der Kontext dazu fehlt oder absolut, die Verbindung. Ja. Aber ganz ehrlich, sei mal ehrlich, Mann. Ich meine, Hip-Hop, ne? Wie lange gibt's das schon? Das ist total etabliert. Das ist, in Deutschland hast du Schlager und dann hast du Hip-Hop, so was ich sag jetzt mal, was physikalische Datenträger, Zahlen anbelangt im Verkauf. So, ne? Guck einfach mal in die YouTube-Trends. Du hast nur Rap. Ja, ne? Und in jeder Shisha, die Shisha-Bars wachsen aus dem Boden wie Pilze und überall hast du Rap-Musik. Ne? Das ist nicht jedermanns Sache so. Ne? Ich bin auch, wie gesagt, mit Azad, Kool Savas und so groß geworden, den Leuten, so, die jetzt eigentlich schon als Rap-Opas gelten. Ne? Aber da siehst du es halt, ne? Du hast hier Mero, die ganzen 14-Jährigen feiern den total ab. Ja. Und dann hast du halt auch so einen fast 50-jährigen Sammy Deluxe mit grauen Haaren, der immer noch die Seele füllt. So, ne? Ja, also Rap ist riesig. Also kann mir keiner sagen, dass das nicht eine breite Zielgruppe ist. Ja, voll. Und ich finde, also genau dieser Battle-Rap ist halt nochmal so eine Subkultur des Raps, würde ich mal behaupten, weil ich meine, es gibt viele, die Rap hören. Ich meine, das sieht man ja wirklich an den Zahlen, wie du es schon gesagt hast. Ja. Und dadurch, dass es wirklich auch so ein trendiges Thema aktuell oder allgemein ist. Ja. Aber diese Rap-Battles ist ja nochmal was ganz anderes. Also da gibt es, also das ist eine ganz große... Es ist absolut eine Nische innerhalb des Raps sogar noch. Aber auch die ist riesig. Also auch die Zahlen, die Abonnenten und die Klicks an den Battle-Raps und die sind gigantisch und ich glaube Anfang 2000 hat ja Kool Savas schon angefangen mit Feuer über Deutschland und dann kamen ganz viele verschiedene Plattformen raus und durchgesetzt hat sich dann BMCL RAM, Rap am Mittwoch. Ja. Daraus ist jetzt Top Tier Takeover entstanden. Das ist auch ziemlich gehypt. Ne? Ja, voll. Und bei den Battles von Mighty zum Beispiel, bei den Finale-Battles, da holen sie sich auch die ganzen Promis rein. So, ne? Ich meine, wer war das jetzt? Kolle, Kool Savas, Alias, also sind schon Leute, die dann dabei sind, das Ding judgen, ne? Ja. Road Trip. Ne? Die haben das Ding gejudged. Ne? Also, das ist schon angesagt. Battle Rap auch. Ne? Weltweit. Ja, voll. Ja. Wo wird denn der Kurzfilm, oder nee, das ist ja ein Langspielfilm, ne? Der ist 90er, ja. 90er, okay, der Langspielfilm denn dann zu sehen sein? Wo kann man den gucken? Oder das ist auch noch unklar. Das ist noch unklar, klar, weil wir gucken noch nach einer Senderbeteiligung. Wir würden uns natürlich wünschen, wir sitzen hier alle in Hannover, dass der NDR so offen ist, so ein Projekt zu supporten. Ne? Dann hätten sie natürlich auch, wenn sie sich finanziell beteiligen, natürlich auch die Exklusivrechte an der Erstaufstrahlung im TV. Mhm. Aber der NDR ist halt so, du hörst es halt von verschiedenen Leuten, dass die eine ganz andere Zielgruppe haben, und zwar die 50 plus aufwärts. Die gucken halt Rote Rosen oder die Norddeiche. Ja, die kriegt man damit natürlich nicht. Nein, klar. Ne? Und andererseits sage ich halt so, wer sollte das machen außer der NDR? Wir sind doch hier. Wir sind doch hier in Hannover. Warum sollten die uns nicht supporten, wenn wir in Hannover einen Film in Hannover über hannoversche Battle-Rap-Stars machen, so, ne? Und sei es eine Kollabo, NDR-Arte. So, ne? Ist ja wurscht. Ich meine, heutzutage guckst du ja keine, also wer guckt denn noch wirklich klassisch Fernsehen so, ne? Ja, du streamst das Ding in der Mediathek, guckst dir an, was du willst, ne? Und im besten Falle der klassische Weg, so, ne? Also ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn das erstmal über eine Agentur wie zum Beispiel Aug und Ohr vertrieben wird. Dafür brauchst du natürlich auch einen Kinovertrieb, um genügend Kinos zu erreichen. Da erhoffe ich mir halt dadurch, dass wir mit bekannten Gesichtern aus der Battle-Rap-Szene arbeiten und eventuell die natürlich noch ein viel größeres Netzwerk haben, dass man da so einen Multiplikator-Effekt hat und die Leute das dann quasi in der Szene so breit streuen, dass die Leute dann auch Bock auf den Film haben und das im Kino sehen wollen. Und das wäre schon mal ein Argument für einen Vertrieb, mit uns zusammenzuarbeiten. Klar, Kino wäre geil. Erstmal musst du ja eh die Festivalrotation machen. Wie lange geht die? Ein Jahr bis zwei kann sogar sein. So, ne? Und du versuchst natürlich als Filmemacher in der Zeit mit deinem Indie-Projekt irgendjemanden zu finden, der das Ding groß raushaut. So, ne? Das ist ja so der klassische Weg. So, ne? Ja, außer du machst einen Big-Time-Film. Aller Terminator, da ist schon alles von vornherein gesettelt. Nee, aber bei solchen Projekten ist klar. Genau, und bei solchen Projekten ist es halt so, da machst du erstmal deine Festivalrotation, versuchst einen Buyer zu finden, der das größer vertreiben kann in Kinos. Und danach hast du erstmal unbegrenzte Auswertungsmöglichkeiten. Also du kannst ja alles machen. Du kannst auf die Streaming-Plattform gehen, du kannst auch selber bei Vimeo On Demand gehen, Amazon, da gibt es so viele Wege, so, ne? Aber auf jeden Fall. Also der Weg ist noch nicht klar, aber. Ist noch nicht klar. Ich meine, alle Wege. Ja, alle Wege. An sich bist du offen für alle Wege. Hauptsache sehen die Leute. Ja, also auch die Producer, wir sind offen für alle Wege und wollen natürlich jeden Weg auch versuchen, diesen Film rauszuhauen. Ne? Ja. Aber erstmal
erstmal geht es ja darum, den Film erstmal zu finanzieren. Ja, klar. So, ne? Ja. Und erstmal den Film zu machen. Das ist eben wenn so er dann steht, ja, klar, dann geht es ja, um den Vertrieb. Wir haben so viele Indie-Projekte gemacht und das ist halt irgendwann, kommst du halt da an und möchtest den Leuten auch was zurückgeben. So, ne? Mhm. Ja. Und deswegen kämpfen sie so sehr, dass wir den Film nicht über Indie machen und einfach drauf losdrehen, sondern dass wir wirklich ein Budget haben, um die Leute zu bezahlen. Das vernünftig zu bezahlen, ja, ne? Vernünftige Gagen, vernünftige Arbeitsbedingungen, ne? Dass du auch dann wirklich nach 10 Stunden sagst, das ist durch, so, ne? Wir haben 10 Stunden gedreht, es ist Feierabend, ne? Catering voll. Ist für alle da, Fahrzeuge sind da, Materialkosten sind alle gedeckt, ne? Und das wünschst du dir halt als Filmemacher, dass du das dann auch mal liefern kannst. Ne? Ich meine, für alle, die jetzt nicht so in dieser Branche drin sind, ich meine, das ist ja wirklich ziemlich, ziemlich oft so, dass Projekte wirklich extrem mit so geringen Budgets arbeiten, dass im Endeffekt mindestens die Hälfte der Crew da, vor allem die ganzen Runner oder was auch immer, da komplett gratis arbeiten oder halt wirklich nur für ein bisschen Geld auf die Hand oder wie auch immer. Oder nur fürs Catering und Anfahrt und die Referenzen oder um dabei zu sein. Und das ist keine Seltenheit. Auch bei öffentlich-rechtlichen Produktionen ist das so, dass viele Komparsen über das Netzwerk des Regieassistenten kommen, zum Projekt kommen. Ja. Ne? Natürlich ist der Regisseur da dankbar, aber der Sender sagt dir, das ist das Budget, das wurde so kalkuliert, du hast Geld für so und so viel Komparsen. Ich habe einen kompletten Fernsehfilm ausgestattet über mein Netzwerk. So, ne? Ja, ich finde das wirklich irgendwie, als ich so in diese Branche gekommen bin und das dann auch irgendwo mal gesehen und verstanden habe, fand ich das auch ziemlich krass und absurd, weil ich meine, das hat man, ich weiß nicht, wie das, also es gibt bestimmt auch viele andere Branchen, Bereiche, wie auch immer, wo es auch ähnlich ist und wo Leute total unterbezahlt sind oder wie auch immer, aber ich finde, das ist echt erstaunlich, dass bei Filmen und solchen Produktionen einfach immer gesagt wird, ja, okay, das ist dann im Endeffekt das ist so viel Kunst oder wie auch immer, so unsicher, da können wir nicht das Geld reinstecken oder immer so, wie das alles im Endeffekt finanziert produziert wird. Ja, aber das liegt ja daran, dass es kein Business ist. Also Film ist ja wirklich in der Hinsicht kein Business, sondern Kunst. Wenn du solche Sachen machst, solche Projekte machst, wie Ich bin noch hier, so heißt der Film übrigens, oder Romeos Erbe, das ist ja kein Business, wir haben ja keine Fanbase in dem Sinne. Ja. So, natürlich, wenn du hier so ein Avengers Teil 5 raushaust, natürlich kannst du ungefähr vorhersehen, wie viele Millionen Leute da reingehen und dies, das, und da gibt's Comics, da gibt's Filme seit 50 Jahren oder was auch immer. Und dann machst du einen Film in deutscher Sprache mit einem deutschen Thema fürs deutsche Publikum, da kannst du ja errechnen, wie viele Menschen haben wir in Deutschland, wie viele gehen ins Kino. Ja. Ne? Und was kann der Film rausbringen? So, das ist so meiner Meinung nach der Hauptgrund, warum es einfach zu wenig Geld für Produktion in Deutschland gibt. So, ne? Und die Kinokultur ist ja auch schwierig. Ne? Ja. Ist gefährlich. So, ne? Man kannst du natürlich mal so ein Ding landen wie Joker. Das Ding knallt durch die Decke, so, aber es ist fucking Joker aus dem Batman-Universum. Ja, eben. So, ne? Das hat ja auch immer so einen Hintergrund und so einen Nostalgie-Effekt so ein bisschen bei vielen, ne? Die das schon jahrelang mitverfolgen. Das ist ja im Endeffekt auch Teil einer Serie, in Anführungszeichen, in dem Sinne, dass man halt quasi diesen Charakter einfach übernimmt von alten Filmen. Ja, in Deutschland tickt halt so, also das ist zumindest mein Eindruck, ne? Da hast du entweder eine Sex-Comedy oder du hast irgendwas Serielles oder du hast irgendwelche Namen wie Til Schweiger dabei, so, ne? Fuck you, Goethe oder Schule des Manitou, riesen erfolgreicher Film. Er hat absolut seine Daseinsberechtigung, ist sicherlich auch witzig, ne? Aber so, ich sag mal so Themen, die mich so bewegt haben, Filme, die bei mir drin geblieben sind, so was wie hier Amores Perros von Iñárritu zum Beispiel, ne? Oder Children of Men, der übrigens auch gefloppt hat. Das sind krasse Filme, sage ich. Das ist ein blödes Beispiel vielleicht. Das sind krasse Filme. Oder Andreas Dresen, der hier, Dominik Graf, geiler Filmemacher, der hat Hotte im Paradies gemacht und eine Serie Im Angesicht des Verbrechens. Ne? Kennen die Filmemacher, die Filmschaffenden kennen das Ding. So, ne? Aber ob das jetzt wirklich so die Dollars gebracht hat, ist fraglich. Ja, ne? Ja. Muss halt Franchise machen, Star Wars drehen. So, ne? Wenn du Star Wars drehst, dann ist es Business. Ab dann ist es Business. Vorher ist es kein Business, es ist Kunst. Ne? Ja, das aber genau deswegen ist es ja auch einfach schwer kalkulierbar. Deswegen. Ja, absolut. Ja, sehr stark. Okay. Ich glaube, dann würde ich das Ganze mal abschneiden hier und zum Ende kommen. Danke, dass du dabei warst, Roman. Danke, dass du dabei warst. Kann man dich denn mal finden? Kann man dich irgendwo finden bei Instagram? Hast du eine eigene Website? Ja. Steht dann irgendwo hier oder hier. Je nachdem, was du daraus machst. Ne? Alternativ natürlich für alle, die nur hören, in den Shownotes. Checkt ihn gerne aus, guckt bei ihm vorbei. Ja, und macht das gerne. Genau. Und nur Faxen. Wir machen nur Faxen. Und falls irgendwer einen guten Vertrieb kennt, ne, dann meldet euch natürlich auch bei Roman. Findet ihr auch alles in den Shownotes und in der Beschreibung. Easy. Alles okay, cool. Danke, dass du dabei warst. Dann führe ich jetzt was ein, was du in deinem Podcast fortsetzen musst. Du musst den Endcode machen. Ne? Okay.